Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, zu diesem Thema Sünde, das uns heute an diesem Gottesdienst beschäftigt, habe ich uns einen Predigttext herausgesucht, eine ganz bekannte Geschichte aus dem Lukas-Evangelium. Wir wollen hören aus dem 18. Kapitel die Geschichte von dem Pharisäer und dem Zöllner im Tempel. Jesus aber sagte zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie andere Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses Evangelium, das du uns schenkst, für diesen Gottesdienst, für diesen Sonntag, für unser Leben, für unseren Glauben. Wir wollen dich bitten, dass du uns ansprichst durch und aus der Predigt über diesen Text. Dieses Wunder, dass deine Stimme zu vernehmen ist für unser Leben, unser Glauben, das wird nur dann geschehen können, wenn du selber dieser Predigt deinen Segen schenkst. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, schon in der letzten Predigt habe ich davon erzählt, dass ich vor einigen Wochen in Namibia war und dass der Freund, bei dem ich da war, der eine große Farm besitzt, mich warnte, abends ohne Taschenlampe herauszugehen, weil dort so viele Schlangen seien. Ich habe ihm dann erzählt, dass ich das immer schön getan habe, immer schön geleuchtet habe, damit ja keine Schlange kommt. Und im weiteren Verlauf dieses Gespräches hat er mir, nachdem ich ihn gefragt habe, erzählt, was sie denn alles für furchtbar giftige Schlangen dort hatten. Und dann hat er erzählt von der schwarzen Mamba, von der Puffotter, von der Korallenschlange und von der Kobra. Das waren so die vier häufigsten, die bei ihm da auf der Farm rumkrochen halt. Es gab noch ein paar andere halt, aber das waren so die wesentlichen. Dann hat er immer so ein paar Spezifika gesagt, hat also die verschiedenen Arten dieser Giftschlangen so mehr vor Augen geführt. Und hat er eins gesagt: Also Olli, sollte dich eine dieser Schlangen beißen, hat er gesagt, musst du nicht nur das Bein oder den Arm abbinden, da musst du vor allen Dingen zusehen, dass du die Schlange umbringst. Weil die Schlange brauchen wir dann, damit wir wissen, was für ein Serum zu spritzen ist. Denn es gibt eben verschiedene Arten von Schlangen und es gibt eben verschiedene Gifte. Und so braucht man auch, je nachdem, ob eine Kobra gebissen hat oder ob eine Mamba gebissen hat, unterschiedliche Serien. Das Serum, das bei einer Kobra wirkt, wirkt bei einer schwarzen Mamba nicht. Also da gibt es ganz unterschiedliche Schlangen und ganz unterschiedliche Gifte. Warum erzähle ich Ihnen das jetzt? Nun, bei der Sünde ist es ganz ähnlich. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Arten. Da gibt es nicht nur eine Art, die uns angreift und uns töten will, denn das tut die Sünde, wie so das Gift einer Giftschlange, sondern da gibt es ganz unterschiedliche Arten von Sünde. Und diese unterschiedlichen Arten von Sünden, zumindest vier davon, vier ganz tödliche, die werden uns hier vor Augen geführt in dieser Geschichte, in diesem Gleichnis von dem Pharisäer und dem Zöllner. Und so habe ich diese Predigt überschrieben: vier Arten von Sünde. Erstens die Sünde der Bilanzierung, zweitens die Sünde des Vergleichens, drittens die Sünde des Irdischen und viertens die Sünde des Hochmutes. Das erste, die Sünde der Bilanzierung. Das ist die Sünde, die dieser Pharisäer hier ganz frech tut. Der stellt sich im Tempel vor den lebendigen Gott und macht vor dem lebendigen Gott
seine Rechnung mit Gott auf. Er zieht Bilanz über sein Glaubensleben und führt alles auf, was er hat und meint, er könnte damit vor dem lebendigen Gott bestehen. Der ist so kackfrech, dieser Pharisäer, der gibt sich selber den TÜV-Stempel, nicht? Auf seinem Glauben, TÜV-Siegel bestanden, der kann weitermachen halt, nicht? Er zieht Bilanz über sein Glauben, sein Werk, sein Leben und das alles in Ordnung. Und das ist Sünde. Das ist Sünde. Also das macht diese Geschichte ja schon deutlich. Jesus sagt dann ja nicht, der geht nach Hause und ist nicht gerechtfertigt. Denn der mag so ein toller Mensch gewesen sein, nicht betrogen haben, nicht geraubt haben, zweimal die Woche in der Woche gefasst haben, den Zehnten gegeben. Aber eine Sünde trifft ihn, nämlich die des Hochmutes. Kommen wir gleich zum letzten zu. Auch die des Vergleichens, auch die des Festhalten an Irdischem halt, nicht? Er hat zwar vieles, vieles, vieles geschafft, das ist unstrittig. Und trotzdem ist und bleibt er nur Sünder. Wir können vor Gott nicht Bilanz ziehen. Mit gar nichts. Egal wie viel du von deinem Geld gibst, egal wie viel Zeit du ins Reich Gottes investierst, wie viel du betest, wie viel du mitarbeitest, egal wie viel Erkenntnis du hast, du kannst vor Gott nichts in die Bilanz einwerfen. Gar nichts. Null. Denn, so sagt es die Schrift, ich habe das auch im letzten Gottesdienst nochmal gesagt, und ich wiederhole es deshalb, weil es einige Anfragen auch da gegeben hat, auch das fanden einige nicht so prickelnd halt nicht, da habe ich immer wieder gesagt, tut mir leid, das ist ja nicht meine Meinung, so steht es in der Schrift. Wenn du nur gegen ein Gesetz verstößt, nur gegen eins, hast du gegen alle verstoßen. Und dann ist jede vermeintliche Bilanz dahin. Dann steht vor allem, was du getan hast, das Minuszeichen. Jakobus 2 heißt es, wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gesetz, der ist am ganzen Gesetz schuldig, am ganzen Gesetz. Und da lehnen sich die Leute auf, da sagen, das ist ein ungerechter Gott, nicht? Da habe ich 1000 Dinge richtig gemacht und einmal daneben gelegen und dann gelten die 1000 Dinge nicht. Ja, genau so ist das bei Gott. Da kannst du nichts in die Bilanz einbringen. Am Ende der Tage wird nicht geguckt, wo sind deine guten Dinge, wo sind deine schlechten Dinge. Und dann wird abgewogen halt, nicht? Das ist für Menschen, die ohne Jesus Christus gestorben sind. Die, die Jesus kennen, die die Verkündigung gehört haben, nur ein Ding falsch gemacht, dann sind deine tausenden Dinge dahin. Übrigens, das ist bei uns Menschen nicht anders. Wir können die besten Bilanzen unseres Lebens aufweisen. Einen Fehler, dann war es dahin. In Amerika, zu Zeiten von 9-11, war in New York der Bernard Carrick, Polizeichef von New York. Der war damals schon ein gefeierter Soldat gewesen und ganz großartiger Polizist, der vieles aufgeklärt hatte. Und wie gesagt, 9-11, als die Flugzeuge eingeschlagen sind, da hat er damals mit Giuliani, mit diesem großen Bürgermeister von New York, dieses wunderbar gemanagt. Das war so ein starker Mann, der hatte so große Verdienste. Das war so ein hervorragender Polizist mit so großen Fähigkeiten, der die Kriminalitätsrate in New York, wer weiß wie, gesenkt hatte halt nicht. Große Verdienste, dass der Präsident Bush damals hingegangen ist, hat gesagt, wir brauchen einen neuen Minister für Homeland Security. Das ist die größte Sicherheitsbehörde in Amerika halt, nicht, mit fast 200.000 Mitarbeitern. Das wichtigste Amt, nicht, ihre Verteidigung der Vereinigten Staaten halt nicht. Und da sollte er Minister werden. Designiert. Echt? Und dann kam aber raus, wie diese Medien so sind, dass dieser Bernard Carrick einen klitzekleinen Fehler gemacht hatte. Nicht? Er hatte seine Haushaltshilfe nicht ordnungsgemäß angemeldet und versichert. Klitzekleinigkeit falsch. Und da waren die ganz großen Verdienste, die der hatte. Hervorragender Polizist, hervorragender, dahin konnte der nicht mehr Chef von Homeland Security werden. Eine Kleinigkeit reicht. Oder denken wir damals an den zu Gutenberg, der Verteidigungsminister. Das war ein Politiker. Das war wirklich jemand mit Charisma, mit Begabung, Rhetorik, Auftreten. Mensch, ich sage das ganz ehrlich, von dem hätte ich mich gerne im Ausland vertreten lassen. Dann kommt auf einmal raus, ja, bei seiner Doktorarbeit, da hat er so ein bisschen geschummelt, nicht? Das stellt ja nicht die anderen Verdienste in Frage, die der unstrittig hatte und seine Fähigkeiten. Aber reicht, ein Ding daneben gelegen, bist du weg. Du kannst 25 Jahre ein toller Ehemann sein, nicht? Hast alles gemacht, jeden Hochzeitstag Strauß Blumen, bist immer ein netter Kerl gewesen zu deiner Frau, alles getan nicht und einmal lässt dich mit deiner Sekretärin einhalten, nicht? Da wird deine Ehefrau auch nicht sagen, du Schatz, ist nicht so schlimm, warst ja 25 Jahre ein guter Kerl halt, nicht? Einmal daneben liegen, dann war es das. Bitte, und genau so ist es bei Gott. Ganz klar. Gegen ein Gesetz verstoßen,
dann bist du Sünder und hast gegen das ganze Gesetz verstoßen. Deshalb, wir können vor Gott nicht bilanzieren. Wir Frommen, wir fangen ja immer so an, so ein bisschen, nicht? Wir rechnen ja selber so hoch, nicht? Nach außen tun wir das natürlich nicht, aber so innerlich, nicht? Da sind wir ja so dabei. Stellen die Bilanz auf vor unserem lieben Gott, nicht? So nach dem Motto, was er alles sehen muss und was wir alles getan haben, nicht? Und das sind wir noch besser als die anderen, nicht? Weil wir kommen mal gleich zum Vergleich, nicht? Wir gucken mal, was haben die anderen denn auf ihrem Zettel halt? Ich über weitem nicht so viel. Was muss ich für ein Kerle sein halt, nicht? Wir haben nichts zu bringen. Wer weiß, dass seine Gerechtigkeit nichts, aber auch gar nichts, dass seine eigenen Werke nichts, aber auch gar nichts beitragen zu seiner Bilanz und dass er vollständig verloren ist, der ist schon halb gerettet. Aber wer noch meint, dass er irgendwie gut ist und dass er irgendwas bilanzieren könnte, der ist total verloren. Bitte, vor dem lebendigen Gott gibt es für uns nur eins, die Insolvenzerklärung. Totaler Konkurs. Ich habe nichts, du bist alles. Das hören Menschen nicht gerne. Die wollen immer so gerne, so ein bisschen sind wir doch auch. So ein bisschen gute Werke. Leute, das ist alles nur Heiliger Geist, Gott selber, der es in uns wirkt. Was in uns ist, der alte Adam, ist nichts. Und deshalb können wir nicht bilanzieren. Das macht hier der Pharisäer und das ist eine Todsünde. Das führt zum Tod, wenn wir vor dem lebendigen Gott uns hinstellen und sagen, jetzt mache ich mal meine Rechnung auf mit allem, was ich habe, was ich kann, was ich bin und was ich vermeintlich einwerfen kann. Das bringt nichts. Die Sünde des Bilanzierens. Das ist das Erste. Die zweite Sünde, die dieser Pharisäer hier tut, ist die Sünde des Vergleichens. Unser Predigtext beginnt, Jesus aber sagte zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachten anderen dieses Gleichnis. Aber es geht genau darum, dass Menschen sich vergleichen mit anderen und dann ihre Rechnung aufmachen, nicht vor dem lebendigen Gott, sondern gegenüber den Mitmenschen und sich vergleichen und sagen, ich habe doch viel mehr drauf. Ich bin doch viel stärker. Ich bin doch viel besser. Das ist Sünde. Sich über einen anderen erheben und denken, ich sei besser. Ich leiste mehr, ich kann mehr. Davor warnt die Bibel immer und immer und immer wieder. Indem wir uns mit anderen vergleichen und uns dann über sie erheben, tun wir die Sünde des Hochmuts, da kommen wir gleich wieder drunter. Aber diese Sünde des Hochmuts wächst aus diesem Vergleichen heraus, nicht? Das ist die Ursünde, die Wurzelsünde, aus der es herauswächst, halt nicht? Jesus sagt in der Bergpredigt, was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem eigenen Auge. Und damit legt er den Finger in das, was wir immer wieder tun, nicht? Wir vergleichen uns immer mit anderen Menschen. Und dann erheben wir uns immer wieder drüber. Also nicht, dass ihr denkt, ich predige euch heute nur an. Ich predige auch heute ausdrücklich mir selber. Das ist so ein Ding, das passiert mir immer wieder im Glauben halt, nicht? Dass ich mich erhebe und dass ich immer wieder denke, na, da bin ich doch weiter als der, da bin ich besser als der. Wenn wir uns da vergleichen und uns besser fühlen, dann ist das Sünde. Übrigens, das Vergleichen führt nicht nur zum Ergebnis eventuell, dass man besser ist. Es gibt auch das andere. Man vergleicht sich mit einem anderen Menschen und denkt, ich bin nicht so gut, nicht? Das führt dann zum Neid, also die Sünde des Vergleichens, wenn wir uns dann besser fühlen, führt zum Hochmut. Und wenn wir uns vergleichen und uns schlechter fühlen, dann führt es zum Neid. Das wird genauso in der Bibel abgelehnt halt, nicht? Neid ist auch etwas ganz Furchtbares. Zehnte Gebot heißt, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Nicht nur die irdischen Besitztümer, sondern auch das, was einem als Persönlichkeit ausmacht. Die Bibel warnt immer wieder vor Neid. Und der Neid erwächst daraus, dass wir uns vergleichen mit anderen Menschen. Die sind glücklicher als ich, die sind reicher als ich, die sind gesünder als ich, die haben eine tollere Familie als ich, die haben mehr Geld und. Und dann vergleichen wir uns und dann sehen wir, sie sind nicht so gut und dann werden wir neidisch. Das ist letztlich das, was in uns wächst. Und Neid ist etwas, was nicht sein soll. Jakobus 3 heißt es, habt ihr aber bitteren Neid in euren Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Dies ist nicht die Weisheit von oben. Das ist niedrig, irdisch und teuflisch. Neid ist teuflisch und der wächst aus dem Vergleichen, wenn ihr euch mit anderen vergleicht. Nochmal, du kannst dich vergleichen und zum Ergebnis kommen, ich bin ja viel besser als der, ne? Das ist das, was der Pharisäer hier tut, nicht? Und dann sagen, meine Güte, was bin ich für ein Held halt, nicht? Wie gut, wie wunderbar halt, nicht? Das ist dann Hochmut, schlimme Sünde. Oder aber du vergleichst dich und kommst zum Ergebnis, ich habe viel weniger drauf, viel weniger schlecht. Und dann wächst der Neid daraus aus diesem Vergleich. Deshalb ist Vergleichen mit anderen Menschen eine Sünde. Gott hat dich und mich geschaffen, so wie wir sind. Und hat ein Ja zu uns gefunden.
Und wenn wir uns vergleichen und entweder erheben oder erniedrigen gegenüber anderen Leuten halten, ich aber erniedrige insofern, dass wir sagen, wir wollen sein wie sie, wir sind neidisch, dann klagen wir Gott an, dann klagen wir unseren Nächsten an und uns selber auch. Das Doppelgebot, das ist ein Dreifachgebot der Liebe, ist halt nicht, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Lieben. Nicht beneiden oder dich nicht erheben. Wenn du das tust, wendest du dich auch gegen dich selber und wendest du dich gegen den lebendigen Gott. Deshalb sollen wir die Sünde des Vergleichens nicht tun. Vergleicht euch nicht mit anderen. Beneidet die nicht und schon gar nicht erhebt euch über andere. Sondern seid dankbar, was der lebendige Gott für euch auf Golgatha getan hat, dass er euch erlöst hat und dass er gesagt hat, jawohl, du hast himmlische Wohnstätte bei mir. Wenn du stirbst, hast du ewiges Leben. Du bist ein gesegneter Mensch in dieser Welt. Ich habe dich lieb. Lass dich davon bestimmt sein. Und nimm den Wert deiner Persönlichkeit daraus. Und nicht daraus, dass ein anderer hübscher, reicher oder sonst was ist. Oder weniger hübsch, weniger gläubig, sonst was. Sondern versteh dich allein aus der Liebe Gottes halt. Nicht, wo das aufhört, wo du dich vergleichst, da gehst du dem Teufel auf die Schliche. Und das führt letztlich nur zur Sünde. Die Sünde des Vergleichs führt entweder zu Neid oder zu Hochmut. Das ist die zweite Sünde, die zweite Art der Sünde, die der Pharisäer hier tut, die Sünde des Vergleichens. Eine dritte Sünde, die Sünde des Irdischen. Das klingt erstmal so ein bisschen schwer verständlich. Damit meine ich, dass der Pharisäer sein Leben an Irdischem festmacht, an seinen guten Werken. Er verlässt sich darauf, dass seine Leistung, seine Glaubenskraft ausreichend ist. Er macht sich fest an Irdischem. Und das ist so etwas, was in uns Menschen drin liegt. Wir wollen uns immer wieder an Irdischem festhalten. An unserem Geld. An unserer Gesundheit. An unserer glücklichen Familie, die wir dann führen. Auch an unseren Götzenbildern. Ich fange alles mit G an. Ich fange so vieles an, was Schlechtes mit G halt nicht. An den Götzenbildern halt nicht. Zu sagen, wir wollen irgendwas anfassen, nicht? Worauf wir uns verlassen können, irgendwas haben, nicht, wo wir sagen können, das ist es. Und damit können wir bestehen, damit können wir unser Leben retten und eben auch vor Gott bestehen. Aber das ist Sünde. Wenn wir uns auf irgendwas verlassen, als allein, allein auf Jesus Christus, allein auf den lebendigen Gott. Das ist ganz wichtig. Gott macht aus nichts etwas. Aus nichts. Er schafft diese ganze Welt aus nichts. Da war nichts, dann hat er gerufen, dann wurde was. Auch unser Leben ist aus dem Nichts geworden. Und auch, liebe Schwestern und Brüder, unsere Neuschöpfung wird aus dem Nichts passieren. Aus dem Nichts. Wenn wir eines Tages den neuen himmlischen Leib bekommen, im himmlischen Jerusalem, dann nicht, weil wir irgendwas mitbringen, sondern Gott schafft Neues. 2. Korinther 5 heißt, das Alte ist vergangen, siehe, alles wird neu. Und das schafft allein Gott und nicht irgendetwas, was wir in dieser Welt haben. Und alles, was du in dieser Welt festhältst, nicht, was du kaufen, anfassen, worüber du dich freuen kannst in dieser Welt, was irdisch ist, ist alles nur Sünde, wenn du dich darauf verlässt. Vor Gott können wir nur so dastehen, dass wir sagen, du bist alles, wir sind nichts. Ich möchte das mal an einem anderen Beispiel machen, ein bisschen abstrakt, aber ich nehme euch einfach mal mit. Also, aus meiner Meinung, das beste Auto, was derzeit so serienmäßig in Deutschland zu kriegen ist, das ist der Porsche 911 GT3. Wahnsinnsauto, Riesengeschoss, beste Verarbeitung, perfekt. Wenn ihr schon mal Vergnügen hattet, so ein Auto aufzumachen, wenn das neu ist, jeder Millimeter, ja jeder Mühe, ist alles, das ist perfekt. Die bauen das unten in Zuffenhausen in Stuttgart, gibt kein besseres Auto. Weltweit vielleicht nicht. Jetzt stellt euch mal vor, die unten in Zuffenhausen bauen bei Porsche dieses Auto und ihr würdet so ein Auto haben wollen und sagt, ja, liebe Ingenieure bei Porsche, das ist ja ganz prima, was ihr alles hinstellen könnt, aber ich habe hier noch mein altes Klapprad. Verrostet, 30 Jahre alt, die Klingel, den Lenker, die Pedale und so ein paar Speichen. Die müssen wir auch noch in das Auto mit reinbringen. Das passt nicht. Das wird das kaputt machen halt nicht. Das geht nicht, ne? Unmöglich, wird keiner auf so einen Blödsinn kommen, zu sagen halt nicht, das Alte, was da ist, mitzunehmen und dann sowas Neues zu verunstalten. Jetzt übertragen wir diese Konstruktion auf das, was Ewigkeit angeht. Wisst ihr? Das, was kommen wird, hat nichts mit dem zu tun, woran wir uns hier festhalten. Unsere Gesundheit, unser Geld, unsere guten Werke, sondern nur mit einem,
dass Gott uns gnädig ist und aus lauter Gnade ewiges Leben schenkt. Ohne unsere Werke. Deshalb ist es Sünde, wenn man meint, ich muss ja irgendwas festhalten, nicht? Und das muss ich noch so mitnehmen. Das Irdische, nicht das, was ich getan habe. Das wird zur Sünde. Löst euch von alledem. Jesus ist alles. Wir sind nichts und auch alles, was um uns herum ist, ist nichts. Nicht? Es gibt nichts, worauf wir uns das einzubilden haben. Wir singen gleich als letztes Lied 367 Sterne, auf den ich schaue. Das Lied von Krummacher halt nicht, da heißt es dann in der letzten Strophe halt, drum so will ich wallen meinen Vater hin, bis die Glocken schallen und daheim ich bin, also wenn ich gestorben bin. Dann mit neuem Klingen jaucht sich froh dir zu. Nichts hab ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Wenn wir das gleich singen, dann dürft ihr euch bei dieser Strophe nochmal dran erinnern lassen. Genauso ist es. Weil eines Tages von einem Allmächtigen steht, da haben wir nichts Irdisches mitgebracht. Wir sind ohne was in diese Welt gekommen, gehen wir ohne was raus. Deshalb wollen wir uns auf nichts in dieser Welt irgendwas einbilden. Ihr dürft euer Haus genießen, eure Ehe genießen. Das ist alles in Ordnung. Das wünscht euch der lebendige Gott. Das segnet ihr. Aber verlasst euch nicht drauf, so wie der Pharisäer hier. Sonst tut ihr die Sünde des Irdischen halt nicht, dass ihr euch bindet und verlasst auf irgendwelche Dinge, die eh nichts zu bringen haben halt nicht. Allein Jesus Christus, darauf kommt es an. Alles andere ist letztlich Sünde. Und eine vierte Sünde, die der Pharisäer hier tut, da mündet letztlich alles rein, es ist die Sünde des Hochmutes. Der Pharisäer ist hochmütig, nicht? Er erhöht sich selber, so sagt Jesus am Schluss, nicht? Also der sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Der Hochmut, das ist die Geisteshaltung von Menschen, die ihren eigenen Wert, ihren eigenen Rang und ihre eigene Fähigkeit unrealistisch hoch einschätzen. Und das tut der Pharisäer hier. Der meint, etwas zu sein, erhöht sich selber und ist in Wirklichkeit doch nichts und geht ungerechtfertigt nach Hause. Und die Bibel warnt immer wieder vor dem Hochmut. Das ist eine ganz, 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 ganz gefährliche Sünde. Nicht? Es gibt einige Theologen, die sagen, das sei die schlimmste Sünde überhaupt. Nicht? Und das sei die Sünde, über die wir ganz besonders wachen müssten halt, nicht? Und beten müssten, dass uns der Hochmut nicht trifft. Gerade bei uns Christen, gerade bei uns Frommen, hier wird ja von einem Pharisäer erzählt, nicht? Da ist man wiedergeboren. Man macht was in der Gemeinde, man ist auch richtig brennend dabei. Leute, der Teufel schläft nicht. Und dann packt er einen mit Hochmut. Das ist dann so die Falle, die einstellt. Und dann sagt er, ja, guck mal, du bist besser. Das sagt man keinem. Aber in einem drin fühlt man sich so, nicht? Der Pharisäer steht ja auch ganz allein. Da hat er keinem seiner Kollegen gesagt. Er steht alleine im Tempel halt nicht und sagt dann eben so, was bin ich für ein Kerl. Und das denken wir dann häufig in uns drin. Und das ist ganz gefährlich. Passt auf, dass euch das nicht passiert halt, nicht? Wenn ihr überheblich werdet, arrogant werdet, wenn euch irgendwas einbildet auf eure Frömmigkeit halt nicht, dann hat euch der Widersacher schon am Schlawickel halt nicht. Das sind so Symptome des Hochmuts, nicht? Dem widersteht fest nicht. Augustin, der große, große Kirchenvater, heute kennen ja alle Leute 28 Werke hier von Harry Potter oder wie viel es da gibt von diesem Mist halt nicht, aber wer kennt schon noch Augustin, den Kirchenvater, nicht? Der hat in seinem Hauptwerk De Trinitate ebenfalls die Hochmut als das verwerflichste Laster beschrieben halt nicht. Und er hat da drin gesagt halt nicht, dass es noch nicht mal darum geht beim Hochmut, dass man gegen Gott aufbegehrt. Das ist schon schlimm genug. Sondern er sagt, das Schlimme bei dem Hochmut ist das, dass man eben damit meint, so ein Stück weit könnte ich mich der Erlösungsbedürftigkeit in Jesus Christus entziehen. Ich bin ja ein bisschen was. So ein bisschen was an mir ist ja gut, nicht? So ein kleines Teil, nicht? So 5% vielleicht nur. Die sind gut, nicht? Und da muss das Blut des Heilandes nicht drüber. Und das ist die ganz große Katastrophe, nicht? Das ist gegen jegliche christliche Lehre und steht im Widerspruch gegen alles, was im göttlichen Gesetz offenbart wird, halt nicht. Nein, wir sind gar nichts, nicht? Wir können uns auf nichts etwas einbilden. Wenn gute Dinge in unserem Leben sind, dann hat die eh nur der Heilige Geist hervorgebracht, wie wir in Epheser 2 lesen halt nicht, dass es nur die guten Werke sind, die Gott sowieso schon vorbereitet hat vor Urzeiten, damit wir darin wandeln sollen. Wir sind nichts, Gott ist alles. Und wenn wir das nicht annehmen, wenn wir dagegen opponieren, sind wir hochmütig. Und den Hochmütigen, so sagt die Bibel immer wieder, widersteht Gott. Deshalb hütet euch vor dieser Sünde. Als 1911 die Titanic vom Stapel gelaufen ist in Belfast, ist in Irland gebaut worden, da haben die Werftarbeiter, die waren immer sehr sozialistisch und atheistisch eingestellt, nicht? Die so stolz waren auf das, was sie produziert hatten, war ja auch das technisch großartigste Fahrzeug der damaligen Zeit, da haben sie unten auf den Rumpf draufgeschrieben, no God, no Pope, kein Gott, kein Papst. Wir brauchen keinen Gott und wir brauchen keinen Papst mehr, haben sie unten draufgeschrieben halt nicht. Was sind wir für Helden halt nicht? Wir haben es technisch im Griff halt nicht, so Kulturprotestantismus, der sie da getragen hatte, kein Gott mehr. Kein Papst mehr halt, keine Kirche. Wir brauchen das alle nicht mehr. Wir sind die Helden halt, nicht?
Und wir wissen, wie lange das gehalten hat, nicht? Ist das Ding einmal rübergefahren und ist selbst bei der ersten Reise nicht angekommen, weil es nicht mit den Naturgewalten fertig wurde, halt nicht. Das ist Hochmut. Und ich denke, manchmal ist das bei uns auch so, halt nicht. Wir haben zwar über dem Wasser so alles in Ordnung, aber unten nicht, auf unserem Rumpf, da haben wir draufgeschrieben, halt nicht. Also so für so ein paar Sachen brauchen wir den lieben Gott nicht. Haben wir ja alles im Griff, nicht? Mit meinem Arzt, meinem Rechtsanwalt, meinem Bankkonto, halt nicht. Ist alles im Griff. Und meiner Frömmigkeit, nicht? Was ich drauf habe, halt nicht. Jeden Sonntag im Gottesdienst, Bibelstunde höre ich auch immer, halt nicht. Lese auch die zwei Kapitel jede Woche, jeden Tag, halt nicht. Leute, aber passt auf, dass ihr da nicht hochmütig werdet, halt nicht. Das ist ganz wichtig. Auch das wieder. Ich sag's nicht nur euch, ich sag's auch mir. Also hier die Predigt heute ist als allererstes für mich bestimmt. Da müssen wir aufpassen, denn Hochmut ist eine der Wurzelsünden, der Grundsünden, wie die alte Kirche gesagt hat. Halt. Es ist die Sünde, die der Pharisäer hier tut halt, und es ist die Sünde, die wir auch immer wieder tun in unserem Leben. Vorsicht, weil das etwas ganz Gefährliches ist. Ich habe die Predigt damit begonnen, dass ich davon gesprochen habe, dass ich dort in Namibia war und mein Freund mir von den vier Arten dieser Schlangen erzählt hat, die da waren und gesagt hat, je nachdem, welche Schlange dich beißt, da brauchst du ein unterschiedliches Serum. Die Puffotter hat ein anderes Serum als die Mamba und die Kobra wiederum etwas anderes als die Korallenschlange. Bei der Sünde, so unterschiedlich ihre Arten sind, da gibt es nur ein Serum. Das ist egal, was dich anfällt, was dich beißt, ob die Sünde des Vergleichs, der Bilanzierung, des Irdischen oder des Hochmutes halt, des Ehebruches halt oder des Neides halt. Egal, welche Sünde dich da anfällt und dich beißt und du tödlich verwundet bist. Es gibt nur ein Serum, was dir hilft. Das ist das Blut des Heilandes, Jesus Christus. Da musst du unter das Kreuz kommen. Du musst in kein Krankenhaus, zu keinem Anwalt gehen. Wenn du von der Sünde angefallen bist, dann musst du auf die Knie gehen, die Hände falten, den Heiland anflehen, dass er sein kostbares Blut über diese Sünden tut, und dann ist es gut. Dann ist alles geheilt. Keine Spätfolgen, nichts mehr, wenn du das tust, ist alles getan. Und das möchte ich euch sagen, wenn ihr merkt, Mensch, hier ist die ein oder andere Sünde, von der bin ich ja betroffen. Da hat mich der Widersacher, die alte Schlange, gebissen. Die Sünde der Bilanzierung oder die Sünde des Vergleiches oder die Sünde des Irdischen, die Sünde des Hochmutes oder irgendetwas anders. Dann ab unter das Kreuz unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus und ihn um Vergebung gebeten. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem lebendigen und auferstandenen Herrn. Amen.